Die stärksten Geschichten sind die wahren. Von Würde und Verletzbarkeit. Licht und Dunkelheit. Wir sind, weil du bist. Alles Menschen im Gespräch mit Veit Lindau. Hey, ihr lieben Menschen da draußen, ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Hier ist der Veit mit einer weiteren Episode in meinem Podcast Alles Menschen. Wenn du mir eine Weile folgst, hast du sicher mitbekommen, dass mich das Thema KI sehr umtreibt. Ich beschäftige mich beruflich ja viel mit Bewusstsein und ja, um ehrlich zu sein, ich mache mir große Sorgen, weil ich das Gefühl habe, wir schlittern sehr unvorbereitet und auch sehr unbedarft in dieses Thema hinein. Deswegen suche ich in den letzten Monaten immer wieder nach spannenden Quellen und eine davon, auf eine unterhaltsame Art und Weise näher gebracht, ist der Roman Virtua. KI-Kontrolle ist eine Illusion von Karl Ulsberg. Dieser Roman hat mich gefesselt, er hat mich sehr zum Nachdenken gebracht, er hat mir auch nochmal die Problematik von KI bewusster gemacht und ich habe mir danach gedacht, ich schreibe den Karl Ulsberg einfach an und er hat sich tatsächlich gemeldet und sich bereit erklärt, mit mir ein Interview zu führen. Es ist sehr spannend und für mich persönlich ein guter Einstieg in dieses Thema. Ich würde dir jetzt gern sagen, ich wünsche dir viel Freude, aber das Thema wird dich sehr wahrscheinlich eher nachdenklich machen. Aber es ist gut so. Wir müssen uns vorbereiten, Leute. Also wünsche ich dir wache Ohren, ein offenes Herz und vor allen Dingen einen klaren Geist und einen Einstieg in das Thema KI. Kontrolle ist Illusion. Lieber Karl, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir so schnell die Zeit genommen hast für dieses Gespräch zu einem der Themen, die mich gerade am allermeisten umtreiben. Ja, vielen Dank, dass ich dazu eingeladen wurde, darüber zu sprechen. Das ist mir natürlich auch ein Anliegen, weil dieses Thema mich ja auch gerade umtreibt, allerdings schon etwas länger. Aber es wird ja momentan wirklich sehr, sehr drängend, möchte ich mal sagen, sich darüber breit auszutauschen. Insofern finde ich das toll, dass wir beide jetzt darüber sprechen. Ja, vielleicht ein bisschen Hintergrund für meine Zuschauer und Zuschauerinnen. Das ist eher ein ungewöhnliches Thema für meinen Podcast. Ich habe in den letzten Monaten schon immer wieder angedeutet, dass ich, also mein Job beschäftigt sich halt sehr viel mit menschlichem Bewusstsein. Und ich schaue gerade sehr alarmiert darauf, was wir in die Welt gesetzt haben und wie wenig wir eigentlich darauf vorbereitet sind. Deswegen suche ich gerade in den letzten Monaten, also ich habe wirklich ganz viel Infos reingezogen, ich habe mir Podcasts angehört und dann bin ich über deinen neuen Roman gestolpert im Spiegel, Virtua oder Virtua. Virtua, ja. Virtua? Also ich spreche es Virtua aus, aber der Sprecher, der Hörbuchsprecher spricht es Virtua aus, was mich überrascht hat, aber ja. Man kann beides nehmen. Genau. Ich habe den Roman verschlungen. Für alle, die das jetzt gerade sehen, ist meine absolute Empfehlung. Also gerade wenn du dich auf eine eher vorsichtig ausgedrückt unterhaltsame Art und Weise dem Thema KI nähern möchtest und gleichzeitig aber dich profund weiterbilden möchtest, dann finde ich, ist das eine super, super Kombi. Kleine Vorwarnung. Man geht sehr nachdenklich aus dem Buch heraus. Und ich glaube, das ist auch dein Anliegen. Ja, in der Tat. Also erstmal herzlichen Dank, dass du es überhaupt gelesen hast und für die Empfehlung. Freue ich mich natürlich riesig drüber. Aber in der Tat, Unterhaltung und ernste Meinung vermischen sich in einigen meiner Bücher so ein bisschen. Und hier ist das sicherlich besonders der Fall. Ja, das Spannende ist, du bringst ja eine Kombi mit sich. Du bist nicht nur Schriftsteller, sondern du beschäftigst dich tatsächlich schon lange mit KI. Richtig. Ja. Ich habe schon in den 80er Jahren damit angefangen, habe promoviert. Damals war KI noch was völlig anderes als heute. Damals musste man das quasi noch mit der Hand der Maschine sagen, was sie zu tun hat in einer bestimmten Situation. Das nannte man ein Expertensystem. Alexa funktioniert heute weitgehend immer noch genauso. Aber das, was man heutzutage unter KI versteht, ChatGPT und so weiter, das funktioniert völlig anders. Und dementsprechend würde ich mich auch nicht unbedingt als KI-Experten im technischen Sinn sehen, sondern eher als jemand, der seit langem diese Entwicklung beobachtet und durchaus auch kritisch hinterfragt. Mhm.
Ich glaube, noch mehr bewegt als das Buch hat mich tatsächlich dein Nachwort. So, weil ich feststelle, dass gerade sehr viele Menschen, die sich wirklich sehr gut auskennen mit der Materie, also wesentlich besser als wir Laien, sehr, sehr nachdenkliche Töne anschlagen. Und du bist einer davon. Kannst du einfach mal, oder fangen wir mal anders so an, für all diejenigen, die sich vielleicht bis jetzt noch gar nicht damit beschäftigt haben und immer noch denken, ah, das ist wieder so ein Modetrend, das geht schon wieder. Lass uns doch mal so beim ABC anfangen. Was ist eine künstliche Intelligenz? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die oft auch sehr unterschiedlich beantwortet wird. Meistens mit sowas wie, ja, das ist eine Maschine, die so denkt wie ein Mensch. Das halte ich für eine völlig falsche Definition. Für mich ist künstliche Intelligenz der Versuch, Entscheidungen zu automatisieren. Also das, was bisher ein Mensch entschieden hat, soll in Zukunft die Maschine oder der Computer entscheiden. Das geht also erstmal überhaupt nicht darum, dass die Maschine das genauso machen muss, wie ein Mensch das machen würde, sondern es geht nur darum, dass eine sinnvolle Entscheidung getroffen wird. Und da geht's schon los. Wenn man die KI viel zu sehr durch die so wie ein Mensch Brille sieht, dann macht man jede Menge Denkfehler. Die sollte man möglichst vermeiden. Deswegen sollte man es ähnlich sehen wie ein Flugzeug. Das flattert ja auch nicht mit den Flügeln und hat auch keine Federn. Und trotzdem kann es schneller und höher und weiter fliegen und mehr Last tragen als ein Vogel. Mhm. Jetzt könnte man ja erstmal ganz praktisch sagen, es ist doch super cool, wenn wir eine Maschine entwickeln, die uns vor allen Dingen all die Entscheidungen abnimmt, auf die wir gar keinen Bock haben. Mhm. Ja, ist es auch. Absolut. Also ich bin überhaupt kein Gegner von künstlicher Intelligenz, um das mal ganz deutlich zu sagen. Ich hoffe, dass wir bald autonome Fahrzeuge auf den Straßen haben, damit es weniger Unfälle gibt, damit es weniger Raser gibt. Es gibt ganz, ganz viele Bereiche in der Medizin, in ganz vielen Anwendungsfällen, wo ich große Hoffnungen in KI habe. Aber wie jede Technologie bisher hat das eben zwei Seiten. Die eine Negativseite ist, dass man es missbrauchen kann. Und die andere, und das ist eben was ganz Besonderes bei KI, ist, dass eine Maschine auch außer Kontrolle geraten kann, wenn wir sie nicht mehr verstehen und wenn wir die Entscheidungen, die sie trifft, nicht mehr korrigieren können und diese Entscheidungen dann vielleicht nicht das sind, was wir wollen. Das ist sozusagen die Schattenseite. Und ja, wie bei jeder Technologie müssen wir halt genau vorher überlegen, wie setzen wir die ein, wo sind die Risiken, wie gehen wir damit um. Beim Auto hat man lange gebraucht, um herauszufinden, wie man Verkehrsunfälle möglichst minimiert, und trotzdem sterben immer noch jedes Jahr mehr Menschen in Autos als in allen Kriegen der Welt zusammen. Und KI ist genauso ein zweiseitiges Schwert, nur dass wir da, wenn wir Pech haben, nicht erst die Möglichkeit haben, im Nachhinein nachzusteuern, sondern wenn wir da das Falsche tun, dann kann es das schon gleich den Kopf kosten. Und das wäre natürlich sehr schlecht. Deswegen engagiere ich mich jetzt dafür, dieses Problem auch ernst zu nehmen und vorher drüber nachzudenken. Ich habe an vielen Stellen gelesen und gehört, also dass die Menschen, die quasi die KIs, von denen wir jetzt alle sprechen, entwickelt haben, dass die im Grunde genommen jetzt schon gar nicht mehr wirklich nachvollziehen, wie die Dinger lernen. Ist das korrekt? Das ist korrekt, ja. Das ist eines der wesentlichen Dinge, die einen nachdenklich machen, wenn man sich damit beschäftigt. Ich habe ja schon gesagt, ich habe mich in den 80er Jahren mit KI beschäftigt, die nennt man heute symbolische KI, bei der man eben wirklich der Maschine genau sagen musste, wenn diese Situation ist, dann entscheidende Folgendes. Das kann man natürlich hinterher nachvollziehen. Ich hatte in meinem Expertensystem, was ich damals entwickelt habe, eine Erklärungskomponente. Da konnte ich auf Knopfdruck mir genau erklären lassen, die KI hat die und die und die Regel angewendet und ist deshalb zu dem Schluss gekommen. Da kann man dann natürlich auch sehen, ob sie Fehler gemacht hat. Heutige KI lernt völlig anders, das sagt es ja eigentlich auch schon. Was wir tun, ist, wir nehmen einen Riesenhaufen Daten, lassen da Algorithmen drüber laufen, die relativ simpel sind und diese Daten nach einem bestimmten Muster sozusagen, durchsuchen, könnte man sagen. Also eigentlich suchen sie ein Modell aus, das mit diesen Daten nach gegebenen Kriterien sinnvolle Dinge tut. Aber wie dieses Modell im Inneren funktioniert, das weiß niemand. Und das führt dazu, dass auch die KI-Entwickler selber Überraschungen erleben. Ja? Zum Beispiel ist heute bekannt, dass wenn man so ein Sprachmodell wie ChatGPT oder auch den Vorläufer GPT-3, wenn man dem sagt, erkläre mir in einzelnen Schritten, wie du zu der Lösung gekommen bist, dass man dann oft eine bessere Lösung bekommt, als wenn man einfach nur sagt, löse mir folgendes Problem. Das hat man aber erst ein Jahr, nachdem GPT-3 veröffentlicht wurde, herausgefunden, dass das so ist. Das wusste also vorher keiner. Und das ist so ein Zeichen dafür, dass in diesen
KIs eigentlich noch viel mehr drinsteckt, als wir momentan ahnen. Also nicht, dass sie jetzt irgendwie plötzlich wie ein Mensch denken können oder sowas, aber die haben tatsächlich mehr Fähigkeiten, als im ersten Moment ersichtlich ist. Andererseits auch vielleicht mehr Schwachstellen, als im ersten Moment ersichtlich ist. Und das zeigt sehr deutlich, dass wir eigentlich damit etwas hantieren, was wir gar nicht so genau verstehen. Das heißt, wir haben eine, also ich drücke es jetzt mal sehr plakativ aus, wir haben eine neue Form von Spezies in die Welt gesetzt. Wir wissen nicht wirklich, wie sie agieren. Und wir sind aber jetzt bereits dabei, sie in im Grunde genommen alle unsere Entscheidungsprozesse einzubinden. Ja, das ist ein bisschen so. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt Spezies nennen, weil da verbinden natürlich Biologen ganz bestimmte Dinge mit. Aber wir haben eben ein sehr, sehr kompliziertes System geschaffen, lassen es auf ein Entscheidungsproblem los und hoffen dann, dass das, was sich im Training angedeutet hat, nämlich dass das System in der Regel gute Entscheidungen trifft, dass das dann in der Praxis auch so ist. Aber da gibt es schon in der Frühzeit der KI-Entwicklung gab es schon die ersten Beispiele dafür, dass das überhaupt nicht funktioniert. Also eins kenne ich ja schon aus den 90er Jahren. Da hat man damals an einer Uniklinik versucht, ein System zu entwickeln, was die Sterblichkeit von Schlaganfallspatienten an der Patientendaten voraussagen sollte. Und das funktionierte im Training unfassbar gut. Viel besser als menschliche Ärzte das prognostizieren konnten. Und die Ärzte standen vor einem großen Rätsel und dachten, wow, die KI hat irgendwas gefunden, was wir noch gar nicht wissen. Das ist ja super spannend. Aber dann hat man das in der Realität eingesetzt und es funktionierte überhaupt nicht mehr. Und erst später ist man dann drauf gekommen, warum. Es war nämlich so, dass die Patientenakten von Patienten, die gestorben waren, logischerweise nicht so viele Daten enthielten, weil die natürlich, das hat ja keinen Sinn, das dann weiter zu pflegen, während die noch Lebenden sehr umfangreiche Patientenakten hatten. Das heißt, das System hatte gelernt zu unterscheiden zwischen ausführlich ausgefüllten und nicht so ausführlich ausgefüllten Patientenakten. Hatte also mit dem eigentlichen Problem gar nichts zu tun. Anderes Beispiel, ein bisschen aktueller. Vor 2 Jahren hat der Bayerische Rundfunk so ein System unter die Lupe genommen, das für die Bewerberauswahl tatsächlich auch eingesetzt wurde in Firmen. Da musste man dann, wenn man sich bewerben wollte, irgendwo ein paar Fragen per Video beantworten. Und die KI hat das dann analysiert und gesagt, den Bewerber einladen, den Bewerber nicht einladen. Hat das so mit so einer 5-Werteskala analysiert, wie extrovertiert man zum Beispiel ist und so weiter. Und der Bayerische Rundfunk hat sich dann gesagt, na gut, das testen wir jetzt mal. Hat einen Schauspieler und eine Schauspielerin dahingesetzt, die unterschiedliche Kleidung anhatten, unterschiedliche Hintergründe, aber immer genau dasselbe gesagt haben, auch in derselben Betonung. Und es kam raus, dass diese völlig irrelevanten Faktoren einen riesen Einfluss auf die Bewertung hatten. Das heißt also, ob da jetzt Bücher im Hintergrund standen oder nicht, oder ob der Bewerber eine Brille trug oder nicht, hatte einen riesen Einfluss darauf, wie die KI den eingeschätzt hat. Mit anderen Worten, kompletter Quatsch. Aber wie soll man das rausfinden? Wenn man das nicht so akribisch testet, wie die das gemacht haben, merkt man das ja nicht. Man lädt jemanden ein, der ist vielleicht nett im Bewerbungsgespräch, stellt ihn dann ein, weiß aber nicht, dass man jemand anders nicht eingeladen hat, der vielleicht viel besser gewesen wäre. Das wird man nie erfahren. Ja. Das ist das Problem mit dieser KI. Wir verstehen nicht, warum sie diese Entscheidungen trifft. Und wir wissen auch nicht im Nachhinein, war das jetzt eine gute Entscheidung oder nicht in vielen Fällen. In dem Buch geht es sehr zentral um ein großes ethisches Dilemma. Also ist es überhaupt möglich, eine KI quasi so zu programmieren, dass sie niemals eine Entscheidung gegen den Menschen trifft? Ja, das ist natürlich auch ein sehr hoher Anspruch, sage ich mal, niemals eine falsche Entscheidung oder eine Entscheidung gegen den Menschen zu treffen. Mir wäre ja schon geholfen, wenn ich relativ zuversichtlich wäre, dass die KI nicht Entscheidungen trifft, die sehr sicher unsere Zukunft zerstören. Und das ist aber das Kernproblem. Bei KI, die sehr intelligent ist, die also intelligenter ist als wir, haben wir automatisch einen Effekt, der so ähnlich ist wie der, den wir auf Gorillas haben. Ja, wir wollen eigentlich den Gorillas ja gar nichts Böses. Wir mögen Gorillas. Das sind irgendwie nette Tiere. Eigentlich wollen wir die ja gar nicht verdrängen oder auch Orang-Utans. Aber wir brauchen immer gerade den Platz, weil wir brauchen ja eben Platz, um irgendwie Kakao anzubauen oder was auch immer oder Palmöl. Und dementsprechend sehen den Auges zu, wie die aussterben, wie die ihre Lebensräume verlieren. Und finden das zwar irgendwie bedauerlich, machen aber trotzdem so weiter. Und das liegt daran, dass unser Zielsystem eben eins ist, in dem die Gorillas und Orang-Utans kaum vorkommen. Ja, wir wollen Geld verdienen, wir wollen irgendwie, was weiß ich, alles für Ziele erreichen, die eben gerade nichts mit Orang-Utans und Gorillas zu tun haben. Und die sind dann dummerweise gerade mal zufällig im Weg und dann werden die eben ausgerottet. Das Gleiche kann uns auch passieren.
Der Philosoph Nick Bostrom hat es mal mit einem etwas albernen Beispiel verdeutlicht, indem er gesagt hat, wenn wir einer KI den Auftrag geben, so viele Büroklammern wie möglich herzustellen und die ist intelligenter als wir, dann kann das dazu führen, dass am Ende die ganze Erde nur noch aus Büroklammern besteht, weil die KI einfach nur das will und ihr völlig egal ist, was das für Konsequenzen für uns hat. Das ist natürlich ein Extrembeispiel und auch ein zugegebenermaßen ein bisschen albernes Beispiel. Aber prinzipiell ist es halt extrem schwer, einer KI ein Ziel zu geben, wo wir sicher sein können, wenn sie das ad infinitum verfolgt, dann geht das für uns nicht katastrophal aus. Das ist wirklich ein extrem hartes Problem, an dem sich die Experten auch schon ziemlich lange die Zähne ausbeißen und wo momentan auch überhaupt keine Lösung in Sicht ist. Also man muss ja auch davon ausgehen, wenn ich mir vorstelle, also diese Dinger werden demnächst um ein Vielfaches intelligenter sein als wir, dass sie auf Lösungen kommen werden für die Probleme, die wir ihnen geben, die können wir uns gar nicht vorstellen. Genau, das ist genau das Problem. Als wir die Industrialisierung gestartet haben, da haben wir neue Techniken erfunden, die bestimmte Probleme gelöst haben, eben zum Beispiel billiger Sachen herstellen, effizienter. Das war ganz toll. Das hat auch einen riesigen Wirtschaftsschub gebracht und hat vielen Menschen auch besseren Wohlstand beschert. Was aber natürlich keiner geahnt hat, ist, dass das auch Auswirkungen auf die Umwelt und auf das Klima hat. Und heute haben wir den Salat und haben jetzt eine riesen Klimakatastrophe, die da auf uns zurollt, die kaum noch zu stoppen ist, weil um die zu stoppen, müssten wir jetzt ganz radikale Schritte unternehmen, die natürlich keiner unternehmen will. Also rennen wir da sehenden Auges auf den Abgrund zu, weil wir einfach vorher nicht wussten, dass wir das auslösen. Und genau das gleiche Problem haben wir natürlich auch, wenn wir jetzt uns irgendein Ziel ausdenken, nehmen wir mal etwas Raffinierteres als jetzt die alberne Idee mit den Büroklammern, sagen wir mal, wir wollen das Glück der Menschen maximieren, ja, und sagen der Maschine ganz naiv, Maxim, mach doch alle Menschen glücklich. Dann sagt die Maschine, okay, ja, kein Problem. Was heißt alle Menschen? Alle Menschen, die glücklich sind, dürfen also leben. Die anderen bringe ich einfach mal eben um. Dann habe ich schon mal das Problem gelöst. Oder ich setze alle unter Drogen. Oder ich sperre alle in irgendwelche Käfige und packe den Drähte ins Gehirn, sodass ihre Glückszentren kreuzt werden. Was auch immer. Das sind jetzt die Ideen, die mir kommen. Der KI würden möglicherweise noch ganz andere kommen. Und egal, wie kompliziert ich dieses Ziel versuche zu formulieren, um all das auszuschließen, es wird mir nicht gelingen, eine KI, die deutlich intelligenter ist als wir, wirklich sicher ein sicheres Ziel zu geben, nämlich genau aus dem Grund, den du auch gerade genannt hast, weil wir gar nicht wissen können, was für Konsequenzen so ein Ziel am Ende haben wird, wenn ein Intellekt, der viel weiter ist, als wir das verfolgt. Also das ist schwierig. Ich sage nicht, dass es unlösbar ist, aber es ist zumindest keine Lösung in Sicht. Gibt es eine realistische Prognose, also wann KI so weit sein wird, dass wir wirklich ganz hundertprozentig sagen können, jetzt ist sie echt eine Menge schlauer als wir? Das ist eine interessante Frage, die wird momentan natürlich ganz heiß diskutiert. Es gibt Leute, wie zum Beispiel die Entwickler bei OpenAI selber, die sagen, wir glauben, das wird noch in diesem Jahrzehnt soweit sein, also in wenigen Jahren, in 4, 5, 6 Jahren könnte das schon soweit sein. Es gibt andere, die sagen, so ein Quatsch, das wird nie passieren. Aber der entscheidende Punkt ist, da liegt ein Denkfehler. Denn wir nehmen uns als Maßstab. Wir sagen, die Maschine muss so intelligent sein wie wir. Aber das ist gar nicht relevant. Maschinen können jetzt schon viele Dinge viel, viel besser als wir. Die können zum Beispiel viel schneller lernen, viel schneller Informationen verarbeiten, Informationen untereinander austauschen, Informationen abspeichern und so weiter und so fort. Das heißt, schon jetzt können KIs natürlich ganz viel, was wir nicht können. Und was gefährlich ist, ist nicht eine KI, die in jeder Hinsicht schlauer ist und besser ist und uns Menschen überlegen ist. Wird vielleicht nie Spiegeleier kochen können. Aber wenn sie bestimmte Dinge kann, zum Beispiel sehr gut Menschen manipulieren oder auch technische Geräte manipulieren, hacken, dann kann das schon dazu führen, dass sie außer Kontrolle gerät, weil sie uns immer einen Schritt voraus ist, weil sie immer wieder Dinge tut, die wir nicht stoppen können. Und wenn wir versuchen, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, sie dann Wege findet, unsere Gegenmaßnahmen zu konterkarieren. Und dann wäre es schon zu spät. Das heißt, auch eine KI, die nicht in jeder Hinsicht besser als ein Mensch, aber in mancher Hinsicht sehr, sehr gut ist, könnte schon sehr gefährlich sein. Jetzt hört man ja gerade viele Politiker und Politikerinnen schreien, okay, wir müssen das kontrollieren etc. Also für mich persönlich klingt das sehr, sehr hilflos. Gibt es überhaupt noch eine Möglichkeit, das zu kontrollieren? Oder ist das Ding einfach jetzt da draußen? Ja, das ist auch eine interessante Frage. Da gibt es kontroverse Diskussionen natürlich drüber. Also erstmal bin ich grundsätzlich schon dafür, dass wir das so gut wie möglich versuchen zu regulieren. Wir haben immerhin
einen Ansatzpunkt. Momentan braucht man, um so eine sehr hochentwickelte KI zu entwickeln, noch unwahrscheinlich viel Rechenleistung. Und diese Rechenleistung wird in der Regel in Form von paradoxerweise Grafikkarten zur Verfügung gestellt. Also der Technik, die eigentlich ursprünglich mal für Computerspiele entwickelt wurde. Diese enorme Menge an Grafikchips, die man dafür braucht, die kann man ein Stück weit unter Kontrolle behalten. Also da gibt es auch erste Bestrebungen dazu. Es gibt zum Beispiel, die Amerikaner haben schon letztes Jahr ein Gesetz erlassen, dass halt bestimmte leistungsfähige Chips nicht mehr nach China exportiert werden dürfen. Das war natürlich in erster Linie, um da den Wettbewerb zu verzerren. Aber das kann man im Prinzip auch nutzen, um zu sagen, wir dürfen halt bestimmte unkontrollierte Entwicklungen nicht so ohne weiteres zulassen. Also Ansätze dafür gibt es. Aber es ist natürlich auch trotzdem schwierig und wird auch nicht auf Dauer funktionieren und verhindert auch nicht, dass man vielleicht mit einem noch clevereren Algorithmus auch mit viel weniger Rechenleistung schon gefährliche Dinge bauen kann. Also das, würde ich sagen, ist kein absolut sicheres Kriterium, aber ist auf jeden Fall etwas, was schon mal als Ansatzpunkt genutzt werden kann. Ich persönlich habe aber noch eine andere Hoffnung, die ist vielleicht ein bisschen naiv, aber ich habe die Hoffnung, dass diejenigen, die diese KIs entwickeln, selber schlau genug sind, bestimmte Dinge nicht zu tun. Denn wir sind ja zum ersten Mal in der Geschichte an so einem Punkt, wo der Return on Investment, wie man so schön sagt, ab einem bestimmten Punkt super, super negativ wird. Das heißt, wenn ich eine KI entwickle, die noch ein bisschen schlauer ist, verdiene ich noch mehr Geld, noch ein bisschen schlauer, verdiene ich noch mehr Geld und so weiter, bis zum Punkt X und plötzlich zerstört sie alles und ich habe überhaupt nichts davon. Das heißt, es kann aus wirtschaftlicher Sicht nicht sinnvoll sein, blind in die Zukunft loszulaufen. Und das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, weshalb selbst ein Sam Altman und ein Demis Hassabis, also die Gründer von den großen KI-Firmen OpenAI und DeepMind, warum die auch in aller Öffentlichkeit sagen, wir brauchen Regulierung, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht ein unkontrolliertes Wettrennen starten. Also die sind sich dieses Problems durchaus bewusst. Wie ehrlich die das meinen, ist wieder eine andere Frage, kann man natürlich nicht wirklich beurteilen. Aber ich habe schon die Hoffnung, dass zumindest die Leute, die heute in der Lage sind, eine sehr starke KI zu bauen, im Großen und Ganzen vernünftig sind und sich der Probleme bewusst sind. Ob uns das dann am Ende rettet, ist eine andere Frage. Aber es ist zumindest ein Punkt, den man nicht ganz außen vor lassen sollte. Denn in der Vergangenheit, wenn wir jetzt mal an die Kuba-Krise denken zum Beispiel, oder auch an andere Konflikte, wo es auch durchaus noch viel böser hätte ausgehen können, hat dann doch manchmal die Vernunft am Ende zumindest ein bisschen gesiegt. Und diese Hoffnung würde ich nicht ganz aufgeben wollen. Was mich, also ich beschäftige mich in meiner Arbeit sehr viel mit Neurowissenschaft, ja. Und ich fand und finde es ja schon mal sehr bedenklich, was Handys mit uns machen. Ja, oder besser gesagt, was wir erlauben, was sie mit uns machen. Also im Grunde genommen, du hast ja vorhin gesagt, Manipulation des menschlichen Geistes findet ja im Grunde genommen schon statt. Also soziale Medien sind eine gnadenlose Manipulation. Ja. So, ich aus meiner Sicht, ich mache mir sehr große Sorgen, weil ich habe das Gefühl, wir schlittern mit unserem Bewusstsein, von dem wir selbst so wenig wissen. Ja, wir haben ja vorhin ganz kurz über Meditation gesprochen und wie herausfordernd das ist. Schlittern wir auf ein System zu, was so perfekt, wir können sagen perfide, mit unseren Synapsen spielen wird. Wie siehst du das aus Sicht eines Profis? Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich glaube, die größte Gefahr geht tatsächlich genau von diesem Effekt aus, dass die KIs sehr schnell lernen, wie das menschliche Gehirn funktioniert, wie wir manipuliert werden können. Und das ist ja nicht so schwierig. Das wissen Politiker schon länger, das wissen Werber schon länger, was man für Trigger setzen muss, um Leute zu bestimmten Verhalten zu bringen. Und die sozialen Medien, hast du ja schon angesprochen, die machen das natürlich schon sehr stark. Ja. Also man sieht sehr deutlich die Effekte, die das hat auf das Selbstbild von jungen Menschen zum Beispiel, die ich auch sehr bedenklich finde. Deswegen ist da meine Hoffnung, dass wir lernen, uns ein Stück zurückzuziehen. Aber natürlich ist es so, dass die Technik sich viel schneller entwickelt, als wir uns daran anpassen können. Und deswegen ist auch da die Gefahr sehr groß, dass wir quasi uns solchen Systemen immer mehr ausliefern. Gar nicht, weil die sozusagen böse sind oder uns irgendwie manipulieren wollen, sondern einfach nur, weil die wieder so ein klassisches Ziel verfolgen. Zum Beispiel der Instagram-Algorithmus, der so viel Schaden anrichtet, der macht das ja nicht, weil irgendwie Zuckerberg mal gesagt hat, jetzt wollen wir die Leute alle in die Depression treiben, sondern er macht das, weil er entwickelt wurde, um die Verweildauer in diesen sozialen Netzen zu optimieren.
oder zu maximieren, damit die dann möglichst viel Werbung verkaufen können. Und das macht er eben, indem er uns immer wieder verführt, auf irgendwelche Sachen zu klicken und im Zweifel auch auf Sachen, die uns aufregen, die uns ärgern, weil das mehr Engagement erzeugt, oder auch vielleicht auf Sachen, die uns verunsichern, weil das wieder dazu führt, dass wir noch mehr gucken und so weiter und so fort. Das heißt, der Algorithmus hat gelernt, wie er uns manipulieren kann, ohne irgendwas das menschliche Gehirn zu wissen. Und wenn wir jetzt eine KI haben, die das menschliche Gehirn wirklich versteht oder zumindest was von Psychologie versteht, dann wird das natürlich noch viel effektiver sein und damit auch noch viel gefährlicher. Ja, und wenn dann die verschiedenen KIs, die jetzt gerade am Markt sind, zusammenkommen und ja letzten Endes also extrem reizvolle Welten erschaffen, also du brauchst ja unglaublich viel Disziplin, geistige Disziplin, um dem widerstehen zu können. Ja. Das stimmt, ja. Also ich bin nicht grundsätzlich dagegen, dass es diese sozialen Medien und diese Welten und so weiter gibt. Aber ich glaube, wie du sagst, wir müssen halt unheimlich dagegen ankämpfen, uns da diesen Sog zu widersetzen. Und da müssen natürlich auch diejenigen, die das entwickeln, selber eine Verantwortung entwickeln oder dazu gezwungen werden, eine Verantwortung zu entwickeln. Das ist definitiv ein Problem. Das ist sozusagen noch eine Stufe, bevor diese existenziellen Risiken losgehen, um die ich mich primär kümmere. Also das wird noch nicht zur Zerstörung der Menschheit automatisch führen, aber es ist schon auch sehr dystopisch, wenn wir tatsächlich irgendwann nur noch uns mit KIs unterhalten. Ja? In einem Roman verliebt sich ja ein junger Mann in eine KI, und das ist ein sehr reales Problem jetzt schon. Es gibt diverse Anwendungen, die gezielt dafür gemacht sind, dass Menschen sich in sie verlieben. Und natürlich ist es in gewisser Hinsicht viel angenehmer, mit so einer KI eine Liebesbeziehung zu haben. Die ist nie unzufrieden, die geht nicht fremd, die ist irgendwie, oder in gewisser Hinsicht tut sie es natürlich doch, aber es stört uns vielleicht nicht so. Sie geht auf uns ein, sie ist immer nett. Das ist viel einfacher als mit einem Menschen, der mal zickig ist, mal schlecht geschlafen hat und so weiter. Und die Gefahr sehe ich natürlich schon auch, dass wir da uns viel mehr diesen Scheinwesen zuwenden. Ja. Besonders dann, wenn die dann auch noch in irgendwelchen 3D-Welten täglich verfügbar sind, attraktiv aussehen und so weiter. Ja. Also da gibt es in der Tat ein Riesenproblem, wo ihr dann vielleicht gerade auch wieder helfen könnt mit euren Mindfulness-Ansätzen und ähnlichen Dingen, wo man sich vielleicht ein bisschen mehr auf das Hier und Jetzt und auf die reale Welt konzentrieren kann. Das kann vielleicht ein gutes Gegenmittel sein. Ob es reicht, ist eine andere Frage. Ja. So mal ganz ehrlich, also du mit dem Wissen, was du hast über diese Technologien, wo siehst du uns gerade als Menschheit und wie schaust du in die Zukunft? Ja, ich bin schon sehr besorgt. Ich bin nicht hoffnungslos. Zum einen muss ich sagen, dass ich so, also ich habe in den letzten Jahren diese rasante Entwicklung genauso baff staunend erlebt, wie die meisten anderen Menschen auch. Vor 2 Jahren hätte ich noch gedacht, dass ich das nicht mehr erlebe, dass eine KI so intelligent ist wie ein Mensch im Durchschnitt. Inzwischen befürchte ich, dass ich es noch erleben werde und mache mir da natürlich Sorgen, weniger um mich als vielmehr um meine 3 Söhne, die alle zwischen Anfang 20 und Anfang 30 sind und deren Zukunft natürlich viel mehr bedroht ist als meine eigene. Also das macht mir schon sehr große Sorgen, bereitet mir auch manchmal die ein oder andere schlaflose Nacht. Aber ich habe auch gerade in den letzten paar Monaten erlebt, wie schnell sich Dinge ändern können. Dass jetzt plötzlich ein Thema, wo ich noch vor einem Jahr ausgelacht worden bin, wenn ich darüber überhaupt gesprochen habe, dass jetzt inzwischen der britische Premierminister mit dem US-Präsidenten drüber redet, das ist schon eine gewaltige Veränderung, die ich so nicht erwartet habe. Und deswegen habe ich die Hoffnung, dass die Realität mich mal wieder überraschen wird, aber vielleicht dann in positive Richtung. Also ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich sagen würde, es hat eh keinen Sinn mehr, ich kann es sein lassen, ich kann aufgeben, aber ich bin auch nicht in einem guten Gemütszustand. Also ich mache mir schon ernsthafte Sorge. Und ich glaube, die Gefahr ist groß, ähnlich wie beim Klimawandel, dass wir da einfach die Kurve nicht kriegen, weil wir zu kurzfristig denken, zu blind denken und dann voll Karacho gegen die Wand krachen. Wir wären nicht die erste Zivilisation in der Menschheitsgeschichte, die die Kurve nicht gekriegt hat. Insofern ist das eine realistische Gefahr. Andererseits, wie gesagt, die Hoffnung jetzt aufzugeben, wäre auch falsch. Für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, also die
erfahrungsgemäß die meisten von denen sehr wahrscheinlich jetzt gerade nicht in irgendwelchen großen Entscheidungspositionen sitzen, sondern eher als User auf das Ganze schauen. Was glaubst du, kann jeder und jede von uns tun, um sich zumindest gut vorzubereiten? Ja, das ist auch wieder eine sehr gute Frage. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten. Also das erste ist mal, dass man selber mit einem gesunden Skeptizismus auf die Technik schaut. Nicht mit Abneigung, nicht mit Furcht, sondern mit Skepsis. Also ist das wirklich alles das, für was es sich ausgibt? Soll ich wirklich den ganzen Tag mich mit diesen KIs unterhalten oder soll ich mich vielleicht doch lieber mehr mich auf das Menschsein konzentrieren und auf meine Mitmenschen? Das ist so der eine Punkt. Ja, man muss natürlich auch lernen, super, super kritisch zu sein, was man da jetzt auf sozialen Medien wieder für Enten serviert bekommt oder Fake News oder irgendwelche Scams. Hm. Das wird natürlich alles noch viel, viel besser und ausgereifter. Und da muss man halt super aufpassen, dass man nicht dem auf den Leim geht. Also das ist so das Erste, dass man sozusagen seine digitale Abwehrkraft, möchte ich es mal nennen, stärkt. Das Zweite, was ich glaube, was sehr wichtig ist, ist, dass wir so einen allgemeinen Konsens haben, dass wir bestimmte Dinge einfach nicht wollen. Wir sind vielleicht zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit an so einem Punkt, wo wir uns entscheiden müssen, was wir nicht tun. In der Vergangenheit haben wir einfach immer alles irgendwie entwickelt, was zu entwickeln war. Und dann haben wir geguckt, was passiert. Und manchmal war es schlecht. Und dann haben wir es wieder sein gelassen oder haben es irgendwie eingedämmt und manchmal nicht. Aber das können wir uns in Zukunft nicht mehr erlauben. Und das gilt nicht nur für KI. Das gilt zum Beispiel auch für Biotechnologie, für Nanotechnologie, also für Technologien, die genauso außer Kontrolle geraten können. Wie wir jetzt ja gerade in der Covid-Pandemie gesehen haben, ist so eine Pandemie eben auch nicht so leicht zu kontrollieren. Und wenn da mal irgendwann ein synthetischer Virus erzeugt wird, der vielleicht noch viel, viel schlimmer ist als Covid, dann ist das ja auch eine gigantische Katastrophe, die wir verhindern müssen. Das heißt, wir müssen uns einfach entscheiden, dass wir bestimmte Dinge nicht wollen. Und das geht meiner Ansicht nach nur in einem breiten gesellschaftlichen Konsens. Das wird natürlich nicht dazu führen, dass nicht trotzdem einzelne Leute sagen, ha, das mache ich jetzt trotzdem aus irgendwelchen Gründen. Aber um das überhaupt steuern zu können, um das verhindern zu können, brauchen wir diesen Konsens. Wir erleben gerade, es gibt in der EU jetzt eine große Diskussion noch zum Schluss über den AI Act. Das ist noch bei Weitem nicht das Gesetz, was wir jetzt eigentlich bräuchten, um eine KI-Katastrophe zu verhindern. Aber es ist zumindest schon mal ein ganz guter Ansatz. Und die EU war da eigentlich jetzt auch führend. Aber schon in der Endrunde gibt es dann wieder Leute, die das alles in Frage stellen. Aus verschiedensten Gründen. Das will ich jetzt hier auch gar nicht groß diskutieren. Aber das zeigt für mich, solange das so eine Sache ist, die da in Brüssel machen, ja, wo eigentlich der Otto-Normalverbraucher, nenne ich es jetzt mal, gar nichts mehr zu tun hat und sich auch gar nicht für interessiert, kann natürlich dann jeder aus irgendwelchen taktischen Gründen nochmal schnell einen Köpel reinschmeißen, so nach dem Motto, ich torpediere das alles, es sei denn, ihr gebt mir noch Folgendes, was ich gerne hätte. Wenn aber klar ist, ja, wenn ich das mache, kriege ich einen riesen Ärger mit meiner Wählerbasis, weil alle finden, das muss jetzt sein, dann ist das was anderes. Das heißt, ein breiter Konsens, dass wir bestimmte Dinge nicht brauchen, nicht wollen, zumindest nicht so schnell wollen, wie das vielleicht die KI-Firmen entwickeln wollen, kann sehr stark dabei helfen, die nötigen Regulierungen zu schaffen und kann auch dabei helfen, die KI-Firmen selber also ein bisschen im Zaum zu halten. Es arbeiten ja auch Menschen, die irgendwie Freunde außerhalb der Firma haben und die auch mitkriegen, was in den sozialen Medien so los ist. Und wenn die momentan alle nur sagen, boah, super, KI, toll, alles wird grandios und wann kann ich endlich mein Gehirn hochladen in irgendeinen Computer und ewig leben, dann ist das eine Situation. Wenn ich aber merke, oh Mensch, die meisten Leute sind sehr besorgt und wenn ich mich jetzt hier unverantwortlich verhalte, kriege ich eine Menge Gegendruck, dann hilft das auch. Das ist sozusagen der zweite Aspekt, dass wir Konsens schaffen, dass wir auch eine gesellschaftliche Meinung entwickeln. Und der dritte Aspekt ist, dass man natürlich auch ganz konkret etwas tun kann. Es gibt zum Beispiel eine Initiative, die heißt Pause.ai, die ganz gezielt mit kleinen Protestaktionen, mit Demos versucht, darauf aufmerksam zu machen, so ein bisschen wie die Anfänge der Klimabewegung. Auch da kann man mitmachen. Das ist, wie gesagt, noch ganz in den Anfängen und sicherlich jetzt noch nicht eine große Bewegung, also bei weitem noch nicht so wie die Klimabewegung. Aber das wird sicherlich auch noch wachsen, weil jetzt immer deutlicher wird, dass wir da in gefährliche Fahrwasser kommen. Und da kann man sich natürlich engagieren und da noch mehr dazu beitragen. Und ich behaupte mal, die Klimabewegung hat auch eine Menge bewirkt, hat eine Menge an ganz konkreter Regulierung erzeugt, aber auch an, ich sag mal, freiwilliger Anpassung der Firmen, die natürlich auch merken, wenn ich jetzt hier
ein sehr stark umweltzerstörerisches Produkt mache, dann ist das schwerer zu verkaufen. Also muss ich zumindest so tun, als wenn das irgendwie umweltfreundlich wäre. Und das ist auch schon was wert. Also es macht auf jeden Fall Sinn, sich selbst aus der eigenen Initiative heraus mit dem Thema zu beschäftigen und nicht darauf zu vertrauen, dass die da oben das schon für uns regeln. Ja, das sehe ich definitiv so, sonst würde ich auch diese Bücher nicht schreiben. Mhm. Ich muss ja zugeben, dass ich manchmal auch in so einem Zwiespalt bin, weil das natürlich auch eine Belastung ist. Ich merke, dass mich das selber belastet, den ganzen Tag über dieses Thema nachzudenken. Und wenn ich jetzt ein Buch schreibe, in dem ich auf dieses Gefahr aufmerksam mache, dann kann das natürlich bei dem einen oder anderen auch dazu führen, dass er Sorge bekommt. Und da fühle ich mich auch nicht unbedingt gut bei, weil das ist ja erstmal eine Verminderung von Lebensqualität. Ja. Aber ich glaube, dass das notwendig ist, damit wir eben eine Zukunft überhaupt haben. Weil es nützt ja nichts, wenn wir jetzt blind alle sagen, alles ist gut und dann blind sozusagen vor die Wand krachen. Klimawandel ist ja ähnlich. Das ist auch ein unangenehmes Thema. Da will man sich auch nicht gerne mit beschäftigen. Inzwischen ist es eigentlich so, da muss man nur aus dem Fenster gucken, um zu sehen, wie die Welt sich verändert. Wenn das bei KI passiert, dann haben wir ein Problem, würde ich sagen. Also so lange dürfen wir da nicht warten. Aber ja, es führt halt keinen Weg dran vorbei, die Realität zu betrachten. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt dabei. Wir dürfen gerade in so einer hochtechnisierten Welt die Realität nicht aus den Augen verlieren. Also wir werden auf jeden Fall dein Buch verlinken, weil ich finde, das führt auf eine wirklich gute und auch sehr anschauliche Weise in die verschiedenen Problematiken. Gibt es von deiner Seite aus noch eine Buchempfehlung für die Leute, die das gerade sehen? Also wie kann man sich dem Thema nähern, ohne gleich erschlagen zu werden, aber so einen guten Rundumblick kriegt, wo wir gerade stehen? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt aktuell, also mir fallen zwei Sachbücher ein, die aber ich beide nur auf Englisch gelesen habe. Ich glaube, das eine gibt es aber auch auf Deutsch. Das heißt auf Englisch Human Compatible von Stuart Russell. Das ist einer der ganz großen Koryphäen der KI-Entwicklung. Der beschreibt dieses ganze Problem sehr gut. Das ist 2019 schon erschienen, also bevor wir in diesem extremen Hype waren, den wir jetzt haben. Aber ich glaube, es ist immer noch eine sehr gute Quelle, wenn man jetzt ein Sachbuch sucht. Ansonsten gibt es natürlich viele gute Informationsquellen im Internet. Allerdings das meiste leider auf Englisch, einfach weil natürlich Englisch die Sprache ist der Leute, die sich mit KI hauptsächlich beschäftigen. Ich selbst habe ein paar Videos gemacht auf meinem YouTube-Kanal zu dem Thema. Also da kann man sich auch ein bisschen über die Grundlagen informieren. Und ich werde auch weiter Videos zu dem Thema machen. Aber ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass das jetzt unbedingt der Weisheit letzter Schluss ist. Ein richtig gutes Buch, was so den aktuellen Stand wiedergibt und die Probleme schildert, gibt es schon aus dem Grund nicht, weil in dem Moment, wo es erscheint, ist es schon wieder veraltet. Ja. Also man muss sich schon so ein bisschen die Sachen im Internet zusammensuchen, würde ich mal sagen. Und da gibt es hauptsächlich englischsprachige Angebote, die sehr gut sind. In Deutsch gibt es noch nicht so wahnsinnig viel. Ja. Hältst du es für möglich, für realistisch, dass wir in unserer Zeit noch so etwas wie eine Singularität erleben? Also auch da wieder die Frage, was heißt das genau? Singularität ist ja, das Konzept ist ja mal irgendwann in die Welt gesetzt worden, ich glaube von einem Science-Fiction-Autor, ich weiß gar nicht mehr, wer genau den Begriff geprägt hat, und ist so die Idee, dass eine KI sich immer selbst weiter verbessert und es dann so eine Art Intelligenzexplosion gibt. Ich glaube schon, dass das passiert. Ich glaube, dass wir da schon drin sind. Denn wir erleben ja jetzt schon einen rekursiven Effekt. Zum Beispiel OpenAI hat ja einen Plan angekündigt, wie sie ihre nächste Generation der KI, die ja jetzt schon sehr dicht an menschlicher Intelligenz sein wird, wie sie die auf Linie halten wollen. Nämlich, indem sie eine KI entwickeln, die diese KI auf Linie hält. Und ihnen dabei hilft, das Problem zu lösen. Ja? Klingt sehr vertrauenserweckend. Ja, genau. Das ist so ein bisschen, ich beschwöre Beelzebub, um in den Teufel in den Griff zu bekommen. Also unabhängig davon, dass man das natürlich kritisieren kann und soll, zeigt das aber auch, dass KI natürlich benutzt wird, um KI besser zu machen, was auch nicht unbedingt eine schlechte Idee ist. Aber dieser selbstverstärkende Effekt, dieser beschleunigende Effekt, der ist schon eine ganze Weile aktiv. Das heißt, wir haben auch jetzt schon zum Beispiel Chip-Entwicklung, die mit KI gemacht wird, um schnellere Chips zu bauen, mit denen man wieder bessere KI machen kann und so weiter. Das wird sich natürlich weiter verdichten. Und ob es jetzt einen Punkt gibt, wie manche das prognostizieren, wo plötzlich eine einzelne KI sozusagen
quasi explodiert und innerhalb von Stunden oder sogar Minuten eine riesige Intelligenz, einen riesigen Intelligenzschub entwickelt. Das weiß ich nicht so genau. Ja, würde ich mich auch gar nicht unbedingt zu weit aus dem Fenster lehnen wollen. Ist aber auch gar nicht so entscheidend. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wir uns da weiter auf einem exponentiellen Pfad bewegen und dementsprechend es immer schwieriger wird, zu verstehen, was da eigentlich abgeht und darüber die Kontrolle zu behalten. Und deswegen müssen wir jetzt auch so ein bisschen auf die Bremse treten. Ja. Also ich bin ja mit meiner Arbeit so, ich sag jetzt mal, mehr am Puls der Bevölkerung, was Menschen so fühlen und was ich wahrnehme, ist seit einigen Jahren, also ganz viele Menschen haben eigentlich permanent das Gefühl, sie kommen gar nicht mehr hinterher. Also sie fühlen sich überfordert, gehetzt sein ist eigentlich sowas wie unser Normalzustand geworden. Könnte man sagen, also dass diese exponentielle Entwicklung, die wir quasi im Hintergrund, aber letzten Endes ja auch in all unseren Prozessen und Systemen erleben, mit ein Hauptgrund dafür ist? Da bin ich ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob das so ist. Also wirklich im Sinne von, ich weiß es nicht. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Rolle spielt. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das nicht alleine der Effekt ist. Also man muss ja unterscheiden zwischen der Technik, die sich entsprechend schnell weiterentwickelt, und den sozialen Konstrukten, die sich darum entwickeln. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, wie manche Firmen ihre eigenen Mitarbeiter im Lager zum Beispiel schon mit KI steuern und dadurch die Gegend, da wird jede Minute genau festgehalten, und wenn der zu lange auf dem Klo ist, gibt es dann halt hinterher eine Mitteilung oder sowas. Das ist natürlich schon etwas, was diesen Druck durch Automatisierung konkret erhöht. Ich glaube aber auch, da spielt eine ganz große Rolle die Welt, wie wir die Welt sehen, dass wir glauben, immer optimal sein zu müssen und irgendwie uns irgendeinem Ideal anzupassen. Also mir fällt das besonders auf, wenn ich sehe, wie junge Frauen, die eigentlich bei weitem noch nicht an dem Punkt sind, wo man sich eigentlich liften lassen müsste, müsste sowieso nicht. Ich bin persönlich ein großer Fan von natürlicher Schönheit, aber ich kann vielleicht verstehen, dass eine Frau irgendwie an die 50, die irgendwie ein paar Fältchen nicht mag, dass sie die sich dann wegmachen lässt. Aber dass ich das mit 25 machen lasse und mein Gesicht rumoperieren lasse, das finde ich zumindest schon mal ein bisschen sehr fragwürdig. Mhm. Vielleicht bin ich da aus einer Generation, wo das noch nicht so angesagt war. Aber ich habe das Gefühl, dass das mit so einem Überoptimierungswahn zu tun hat, den wir heute haben. Und ob der wird durch KI sicherlich verstärkt, der wird auch durch die sozialen Medien verstärkt. Aber ich glaube, der ist nicht ausschließlich darauf zurückzuführen. Ich glaube, das hat auch viel mit unserer Mentalität zu tun, wie wir glauben, was wichtig ist im Leben. Mhm. Lieber Kai, also eine Frage muss ich dir unbedingt noch stellen. Und das ist so für mich so ein bisschen, du magst ja auch Alice im Wunderland. Das ist so für mich so eine Frage, die sehr tief in den Tunnel reinführt. Also Technologie ist, viele technologische Firmen sind ja auch dabei, virtuelle Welten aufzubauen. Im Moment sieht es noch alles relativ plump aus, aber wir werden Zeiten erleben, wo das krass real wird. So, was für mich zwangsläufig die Frage aufwirft, wer sagt mir, dass ich nicht selbst gerade schon in einer virtuellen Welt lebe? Ja, das ist eine super gute Frage. Die habe ich mir auch schon zunehmend immer wieder mal gestellt, gerade in letzter Zeit, weil ich denke, es ist schon sehr, sehr seltsam, dass ich ausgerechnet in der entscheidenden Phase der Menschheit zu leben scheine. Das kann natürlich auch eine Illusion sein. In der sich wirklich das Schicksal entscheidet. Einer der wenigen bin, die sich relativ früh schon damit beschäftigt haben. Ist das vielleicht alles nur die Matrix sozusagen? Das kann sein. Es gibt einen berühmten Aufsatz, auch von demselben Philosophen, der das mit der Büroklammer geschrieben hat, der sagt, es gibt eigentlich drei Aussagen, von denen eine wahr sein muss. Erstens, wir werden nie die Technik entwickeln, mit der wir so realistische Weltsimulationen bauen. Oder zweitens, wir haben zwar die Technik, wir machen das, aber aus irgendwelchen Gründen nicht, weil wir uns vielleicht kollektiv dagegen entscheiden. Oder drittens, wir sind wahrscheinlich in so einer Simulation. Und dann begründet er das mit Statistik und sagt, wenn wir das irgendwann mal machen, dann gibt es viel mehr künstliche Wesen als echte. Und wenn ich dann zufällig eins rausgreife, dann ist das wahrscheinlich künstlich. Ich glaube nicht, dass diese Argumentation stichhaltig ist. Also ich würde dagegen anführen, dass man dann Unendlichkeiten mit Unendlichkeiten multipliziert und dementsprechend mathematisch unsinnige Aussagen dabei rauskommen. Also Statistik hilft uns da nicht wirklich weiter. Und ich glaube auch, um jetzt mal das alte Prinzip von Ockhams Rasiermesser zu zitieren,
die Vorstellung, dass wir in einer virtuellen Welt, in einer Simulation leben, erklärt eigentlich gar nichts. Weil da muss es ja irgendwo eine echte Welt geben, in der Computer steht, in der wir simuliert werden. Also Fazit, ich kann es nicht ausschließen. Es gibt keine konkreten Hinweise darauf, aber es gibt ernsthafte Forscher, die sich mit der Frage beschäftigen. Es gibt Physiker, die Experimente vorschlagen, um rauszufinden, ob die Raumzeit vielleicht so eine Gitterstruktur hat. Es gibt sogar einen Philosophen, der in der New York Times mal einen aufgeregten Aufsatz geschrieben hat, dass wir das auf gar keinen Fall machen sollen, weil wenn wir dann rausfinden, dass wir simuliert sind, wird die Simulation abgeschaltet, dann haben wir ein Eigentor geschossen. Ich halte das, ehrlich gesagt, auch für keine plausible Argumentation, weil was auch immer die wenn wir simuliert sind, die Motive der Simulatoren sein werden, können wir eh nicht wissen. Ich glaube nicht, dass wir simuliert sind, um die Frage kurz und knapp zu beantworten. Aber ausschließen kann ich es auch nicht. Und wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, also die ist sicherlich nicht null. Ich würde sie niedriger als 50%, deutlich niedriger als 50% ansetzen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir simuliert sind, aber wer weiß. Also vollkommen überraschen wird es mich nicht. Ne? Es gibt bisher wenig Hinweise darauf, dass es so sein könnte, aber es gibt auch keinen Gegenbeweis. Also man fühlt, wenn man den Bücher liest, dass dich das Thema nicht nur rational bewegt, sondern dass es dich wirklich tief bewegt und dass dir ein echtes Anliegen ist, Menschen dafür zu sensibilisieren. Und das hast du ja selbst vorhin gerade gesagt, also es bereitet dir auch manchmal schlaflose Nächte. So, wo findest du als Mensch in diesen wilden Zeiten deine Zuflucht? Ja, da gibt es natürlich mehrere Punkte. Auf der einen Seite habe ich das große Glück, eine Familie zu haben, mit einer Frau glücklich zu sein, immer noch seit mehr als 40 Jahren, 3 Söhne zu haben, auf die ich stolz bin, und mir geht es gut. Ich lebe in einem Land, wo Frieden herrscht. Das sind alles schon Luxusgüter heutzutage und Werte, über die man sich einfach auch mal freuen muss. Und ich habe so eine Grundphilosophie, die sagt, dass eigentlich jeder Moment des Lebens nicht vergeht, sondern wir quasi als Lebewesen so eine Art Menge von einzelnen Momenten sind. Und selbst wenn ich irgendwann sterbe, dann hört diese Menge von Momenten, die ich bin, nicht auf zu existieren. Und das heißt, ich kann mich darauf fokussieren, versuchen, möglichst viele gute Momente zu erzeugen und dadurch insgesamt etwas Wertvolles zu erschaffen, selbst wenn das dann plötzlich irgendwann zu Ende ist. Ich erkläre mir das mit dem Tod immer so ein bisschen so, tot zu sein ist wie nicht in München zu sein. Ja? Ich bin jetzt gerade in Hamburg, ich bin nicht in München. So what, macht nichts. Ja? Ich bin auch nicht auf dem Mars. Da bin ich ganz froh drüber. Das heißt, Begrenzung in zeitlicher oder räumlicher Hinsicht ist eigentlich überhaupt nichts Schlechtes. Es definiert ja erst etwas. Wenn ich überall gleichzeitig wäre, dann hätte ich keinen Körper, dann wäre ich einfach irgendwie, weiß nicht, irgendwas Undefinierbares. Dadurch, dass ich eben nicht überall zur gleichen Zeit bin, sind meine Grenzen definiert und damit bin ich definiert. Deswegen habe ich keine Angst vor dem Tod. Deswegen glaube ich auch, dass jeder Moment wertvoll ist. Und deswegen kann ich auch trotz dieser düsteren Gedanken, die mich immer wieder umtreiben, in kleinen Momenten Glück erleben und die auch als wertvoll empfinden. Andererseits verdirbt mir das natürlich schon die Laune, wenn ich jetzt an andere denke, an meine Söhne zum Beispiel, aber auch an viele andere Menschen, an Kinder, wenn ich die auf der Straße sehe. Und ich denke, verdammt nochmal, hoffentlich haben die auch wirklich so eine Zukunft vor sich, wie ich es erleben durfte. Ich danke dir ganz, ganz toll für diese ehrliche, menschliche Antwort. Und ich würde sie gerne so als Schlusswort stehen lassen, so quasi als versöhnlicher Lichtblick. Genau, wir werden auf jeden Fall deine Bücher verlinken, deine Tipps darunter verlinken und vielen Dank. Ich weiß wirklich sehr zu schätzen, dass es in dieser Zeit Stimmen gibt wie du, die das versuchen, auf eine gut verständliche Art und Weise uns allen rüberzubringen. Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte, dass wir darüber gesprochen haben, dass du dich auch dafür interessierst. Mir ist es natürlich ein Anliegen, möglichst viele Menschen zu bewegen, und dass ich jetzt ausgerechnet dich bewegen konnte, macht mich natürlich auch stolz, muss ich sagen. Also ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Cool. Vielen, vielen Dank und ciao, ihr Lieben. Danke, dass du diese Folge im Podcast Alles Menschen mit Veit Lindau und GästInnen gehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir uns sehr über deine Bewertung. Und wenn du Lust auf mehr hast, dann kannst du diesen Podcast jetzt kostenlos abonnieren. Wir freuen uns, dass du hier mit dabei bist, und wünschen dir eine wunderschöne Zeit. Bis gleich zur nächsten Folge.